Das Olivenöl-Beispiel ist halt einfach so. Spring das ja dann. Also ich habe jeden Tag 7000 Kalorien reingezogen, über eine Woche lang abgenommen. Am Ende müssen wir selber denken. Also immer dann, wenn du was vorgesetzt kriegst, das ist so, und du verinnerlichst das, dann ist das ja nicht deine eigene Meinung, nicht deine eigene Erfahrung. Es sind ja die Dinge, die dir erzählt worden sind, die du ja ungeprüft für wahr gehalten hast, die du sogar öfter schon angewendet hast, nicht funktioniert haben und du glaubst immer noch dran. Das ist ja das Verrückte daran. Und wenn du halt Kaloriendefizit, das Thema Sport zahlt ja auch drauf ein, die wollen ja dann mehr verbrauchen, als sie einwerfen damit. Gesundheit ist ja da sekundär bei dem Thema Sport. Und dieses Kaloriendefizit, obwohl alle damit scheitern, das ist die Hölle. Gehen die Leute hin und machen sie mal wieder. Machen sie mal wieder, und wenn du sagst, nein, du brauchst es nicht, widersprichst du quasi dem Amen in der Kirche. Es kann natürlich auch sein, dass du rein rechnerisch, wenn du jetzt, ne, wenn du dich weiterentwickelst, ne, und so weiter, Plateaus irgendwann mal durch und so weiter, es kann ja schon sein, dass deine Mahlzeitenanzahl abnimmt, dein Fastenfenster ein bisschen größer wird, weil es ist einfach kein Hunger da und du hast trotzdem Power, ne, und so weiter. Wenn du natürlich die Kalorienenergie der Lebensmittel, die du zuführst, ich glaube, der Frank, der trackt dir auch ein bisschen Kalorien so einfach mit, ne, dann kann das natürlich sein, dass du in einem Kaloriendefizit natürlich landest. Aber das ist dann scheißegal, weil du ja keinen Hunger hast. Das heißt, du ernährst dich ja aus deinen Fettreserven heraus. Das hat aber nichts mit Kalorien zu tun, sondern mit der Nährstoffzufuhr. Du brauchst genug Nährstoffe. Wie viel Brennwert die haben in einem physikalischen Versuchsaufbau, das ist scheißegal. Das hat mit dem menschlichen Körper nichts zu tun. Das muss man aber verstanden haben, ne? Und ich bin total bei dir. Dieses Kalorien-Ding, das wirkt nach all den Jahren in mir auch noch. Also, das ist so indoktriniert, zellulär angelegt. Ich guck dann auch da drauf, Kalorien, ne? So, das ist bei mir auch immer noch so. Und da denke ich, ja, ist ja scheißegal. Das Olivenöl-Beispiel ist halt einfach so. Ich bring das ja dann. Ne? Also, ich habe jeden Tag 7000 Kalorien reingezogen und über eine Woche lang abgenommen. Abgenommen, es war ordentlich. Ja, wie kann man das erklären? Ja, da weißt du, das ist aber auch, das ist aber auch. Ja, wie, das ist aber auch. Ja, was dann jetzt? Kalorien oder nicht? Ja, Kalorien oder nicht? Ja, das kommt ja auch drauf an, was man isst. Wie, das kommt drauf an, was man isst. Ich denke, es geht um die Kalorien, ist doch scheißegal. Ich meine, dann merken die so, ja, das, und dann hast du hier oben kognitive Dissonanzgespräche sowieso vorbei, weil sich ja wirklich noch keiner in der Tiefe mal damit auseinandergesetzt hat. Ne? Jeder hat doch mal Low Carb gemacht, mach das mal. Ne, jeder hat schon mal Low Carb gemacht, jeder hat damit auch schon mal ein paar Kilo ab. Jeder. Ne? Frag doch mal, warum hast du Low Carb gemacht? Oh ja, weil das funktioniert. Okay. Warum hast du Low Carb gemacht? Warum hast du Low Carb gemacht? Ah ja, weil man damit abnimmt. Warum denn? Und wenn da schon Schluss ist, wie soll denn da was bei rauskommen? Da kann dir ja keiner erklären, ja, weil dann das Insulin fällt und weil du dann weniger verarbeitete Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann kann die Hormongemengelage sich entspannen, Glucose geht runter, Insulin. Kann dir doch keiner erklären. Und wenn das da schon aufhört, die Leute sagen immer, Jan, warum gibst du denn jetzt nicht mal den Tipps raus und Schritt-für-Schritt-Plan? Sag doch mal, du willst doch nur dein Coaching verkaufen. Ich kenne den Schritt-für-Schritt-Plan und die Guidelines und was alles braucht, kenne ich für mich. Es gibt Grundgesetze. Wie die Schwerkraft. Aber es ist doch entscheidend, bist du ein Apfel oder eine Feder? Das musst du ja auch auf dem Schirm haben. So, und wenn ich jetzt einfach pauschale Schritt-für-Schritt-Pläne raushaue, dann sind Männer in völlig anderer Situation, in unterschiedlicher Situation, die dann die Dinge pauschal umsetzen. Dann klappt das bei dem einen, bei dem anderen aber nicht, weil Details übersehen werden. Und dann heißt das, die Tipps, die der gibt, die funktionieren nicht. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Noch dazu nehmen das dann Leute, machen das Leute pauschal, die dann Medikamente nehmen, so musst du nochmal anders die Hand draufhalten. Ne, das kannst du eigentlich nicht machen. So, jetzt ist der Jan, der macht jetzt Sport, der Frank macht keinen Sport, der Frank hat andere, der hat einen Herzinfarkt mal gehabt, da muss man auch mal gucken. Der eine hat Diabetes, der andere hat irgendwie 3-4-jährige Kinder, oder es gibt in unterschiedlichen Zeitzonen, Schichtarbeit, also da gibt es so viele Dinge, die so ein bisschen mit betrachtet werden sollen, wenn es wirklich darum geht, nachhaltig erfolgreich zu werden. Deswegen kannst du es nicht auf der Pauschal rausrechnen. Ne, und auch so die Umsetzungslandschaft und Bereitschaft, was die Erfüllung von Bedingungen angeht,
ist doch bei uns allen auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Ne? Opa geworden und Stress auf der Arbeit und die Kinder und links und rechts und was gehört da nicht alles dazu? Das muss man ja mit im Auge haben einfach. Das kannst du selber nicht. Da muss dir von außen einer sagen, bei mir ist das auch so, guck doch mal auf deine Gesamtsituation drauf. Was hast du denn jetzt noch für eine Erwartungshaltung? Da kannst du ja einfach nur denken, oh, das ist aber kacke. Weil du einfach selber deine Situation nicht verordnen kannst. Du kannst dich selber nicht supervisionieren. Es geht nicht. Du denkst ja immer nur mit deinem Gehirn über dein Gehirn nach. Das wird ja nichts. Ich habe ja auch einen Coach. Ich habe auch einen Therapeut. Ne? Natürlich wirst du natürlich eigenverantwortlicher und kriegst einfach mehr so ein bisschen Rituale, kriegst dann immer besser in den Griff. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn genug zusammenkommt, hänge ich auch am Telefon und sage, lass uns mal drauf gucken. Ne? Ganz normal. Wenn du ein Mann bist, der auch zu viel auf den Rippen hat und endlich sein Wunschgewicht erreichen will, dann folge mir.